Die Chroniken von Carnofea. Einige Geheimnisse sollten unberührt bleiben. Doch sprechen sie einen uralten Trieb in uns an. Die Geschichte von unseren Helden handelt von solch einem Geheimnis. Man sagt, die Götter von Carnofea haben einen furchtbaren Krieg gekämpft. Aus dieser ging die Schöpfung hervor, gingen wir alle hervor. Sie opferten sich selbst, um den Krieg zu beenden und ein für alle Mal Frieden über uns zu bringen. Aber er war nicht von Dauer. Denn das große Opfer, es war vergebens. Denn das Ende eines Krieges bedeutete nicht das Ende aller Kriege. Es liegt in der Natur des Krieges, in seinem Verlauf immer auch die wahre Natur derer zum Vorschein zu bringen, die ihn austragen. Von ihren frühesten Tagen an begann die Menschheit zu kämpfen. Krieg folgte auf Krieg. Sie überzog Carnofea damit. Ein Ende war nicht absehbar. Und während die Menschen noch dabei waren, ihren Durst nach Blut zu stillen, trafen sie beinahe durch Zufall auf die Saat dessen, was Erlösung bringen sollte. Eine große Hoffnung. Doch ihr entdecktet darin noch etwas anderes. Die Saat eurer Zerstörung. Die Weltenkonvergenz. In der Geschichte der Menschheit gab es schon immer eine Kraft, die in der Lage war, euch zu einen. Ein Ruf, der euch alle zusammenbrachte. Die Bedrohung durch einen gemeinsamen Feind. Dieser Feind waren die Anderlinge. Als dieser neue Gegner zu Tausenden erschien, sammelt ihr euch endlich unter einem Banner. So richten sich die Armeen und Waffen, die ihr so sorgfältig angehäuft hattet, um eure eigenen Instinkte zu kontrollieren, nicht mehr auf euch selbst, sondern auf einen todbringenden Gegner. Vereint mit nur einem Ziel, Carnofea für die eigene Spezies zu sichern. Es gab viele Opfer. Carnofea verstrickte sich in einem schrecklichen Konflikt. Sinnloses Blutvergießen folgte. Und sie hinterließ unsere wunderschöne Welt für immer vernarbt. Doch dann endlich wandet ihr den Blick ab von all dem Blut und den Toten und betrachtet die Geheimnisse dieser Welt. Doch es gibt Geheimnisse, die am besten unberührt bleiben.